Ja, nach drei Pleiten am Stück gegen Cottbus Kiel und Aue ist der Traum vom Durchmarsch für den ersten FC Magdeburg nur noch theoretische Natur. 7 Punkte Rückstand durch 270 torlose Minuten. Sie brauchen dringend einen Treffer. Christian Beck, der Torschütze, trifft nicht mehr. Und so ist die Mannschaft in ihrem Zeitpunkt 7 Punkte entfernt von Osnabrück. Wenn sie Gold wählen, würde vielleicht die Hoffnung zurückbringen. Wenn allerdings nicht 3 Punkte geholt werden, ist der Aufstieg vermutlich abgehakt für die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt. Wehen braucht dringend einen Erfolg. Selbst mit 3 Punkten würde man die Abstiegsregion vorerst nicht verlassen. Die Gastgeber in Rot ohne den gesperrten Kapitän Funk, dafür mit Wein in der Startelf. Hebisch beginnt für Magdeburg. Nach Wochen mal wieder dabei. Hoffnungsträger heute und Löhmann drüben. Erste Gelegenheit für die Gäste beim dritten Einsatz von Thorsten Fröding als Trainer in Wien. Kennt Magdeburg ein Spiel bisher im Dezember 2008 mit Altona 93 in der Regionalliga. Das Spiel endete 0:0. Damals wie heute Silvio Bankert im Aufgebot. Der Elbstädter heute allerdings zunächst mal nur auf der Bank. Das ist Schindler. Weiter für Daniel Wein, der 22-jährige Neue auf der rechten Seite, zusammen mit Lindner, hat seinen Platz unter Thorsten Fröding bekommen. Erneut am Ball Lindner mit der Flanke für Wein. Schön verlängert, Pezzoni! Der Kapitän macht es, Kevin Pezzoni, früher bei Köln gespielt, heute Spielführer. Für den gesperrten Funk 1:0 für Wien. Wichtiges Tor, klasse gemacht von Wein. Perfekt in die Mannschaft gefunden. Mit der klugen Verlängerung Kammer und Ernst zu passiv. Und dann durch die Innenverteidigung durch, Handke und Puttkammer mitten hindurch. Linker sieht nicht gut aus, aber riesige Lücken in der Magdeburger Verteidigung. Das nächste Gegentor. Es fehlt weiter die Offensive. Es läuft alles zusammen für den FCM, der einfach nicht vorankommt. Wien entgegen mit wichtigen Punkten im Moment in der Abstiegsregion der dritten Liga. Verona Polido, eine Viertelstunde gespielt. Magdeburg mit Jan Löhmann drüben. Kapitän Sovislo und Sebastian Ernst. Ganz frei über links. Kurz verzögert. Und Beck gesehen. Rausgeköpft von Fitztum. Verona Polido, zweiter Ball für Löhmann drüben. Beck ist das. Auch seine Tore fehlen. Die von Christian Beck, bester Torschütze. Zuletzt aber eingebrochen, wie viele in der Mannschaft von Jens Hertel. Deswegen eben auch 7 Punkte entfernt von Osnabrück vom Aufstiegskampf. Da wollen sie wieder hin und tun jetzt alles darum. Hebisch, Hammann, klasse gesehen. Viel Platz für Hammann. Löhmann drüben, kurz gewartet, abgeblockt von Dams. Dann der Ballverlust am Beck. Pezzoni klärt alle zusammen gegen die vierte Liga. Das ist das Motto. 6 Spiele gibt es noch und jeder Punkt muss hergeholt werden, um die Regionalliga zu verhindern für Wien und Wiesbaden. Foul dann noch von Fitztum an Nikolas Hebisch. Gibt Geld für den Innenverteidiger. Dazu Freistoß aus guter Position für Magdeburgs Kapitän Marius Sovislo. Und natürlich Zielspieler unter anderem Christian Beck. Und Kolke! Richtig, vor Verona Polido am Ball. Auch Wein noch dran beteiligt. Am Ende der Torwart sicher. Es bleibt bei der Führung. Puttkammer. Ernst, weiter für Löhmann drüben. Verona Polido, mal die Konterchance. 3 Minuten noch zu spielen im ersten Durchgang. Wenig zu sehen von beiden Mannschaften. Löhmann drüben. Kolke ganz sicher beim Distanzschuss von Löhmann drüben. Mutig mal abgezogen. Nicht belohnt für die Blau-Weißen. Löhmann drüben. Auffälligster Mann bei den Gästen. Nochmal am Ball in der Nachspielzeit. Verona Polido. Und Sovislo! Chancen jetzt für Magdeburg, wenn da die Qualität fehlt. Der Kapitän Mario Sovislo vor Darms am Ball, aber auch das ungefährlich. Es fehlt das Tor und wann fällt es endlich? Das Erlösende für den FCM. Schnellbacher kurz vor der Halbzeit nochmal wählen. Mit Golley aus der zweiten Liga gekommen. Blacher ist das. Und die Chance für Lindner. Den kennt Fröding aus Kiel, aus der Relegation mit München. Neuer Stammspieler bei den Wienern, Riesenchance für die Halbzeit für den SVW in Wiesbaden. Führung gegen Magdeburg, das wären 3 wichtige Punkte, um zu verkürzen auf die 3-Mannschaft mit 37 Punkten. Vorgelegt am Freitagabend, zumindest mal Druck ausgeübt. Eine wunderbare Ausgangsposition für die nächsten Wochen, wenn es dabei bleibt. Zweiter Durchgang und der FCM macht weiter mit Verona Polido. Löhmanns Rüben. Rechts raus für Butzen. Jetzt mal über die andere Seite, nicht über Hammann, sondern über den Rechtsverteidiger, über Nils Butzen und Hebisch. Kolke sicher beim aufgesetzten Kopfball.
Hiebisch kann zumindest mal zeigen, was Hertel von ihm erwartet hat. Noch allerdings fehlen die großen Aktionen des Mannes, der mit seinen Toren den Aufstieg möglich gemacht hat gegen Offenbach. Lindner. Fitzturm. Blacher mit einem wunderbaren Pass. Glinker rausgekommen, abgelaufen. Kein Eckball, alles richtig. Schindler kommt nicht ran. Ruhe vom Tor von Jan Glinker. Sebastian Ernst, gute Stunde gespielt. Inzwischen kam Brandt in die Partie für Löhmann drüben. Das ist der neue Mann gegen Thorsten Oerl. Foul, jetzt gepfiffen. Und damit Freistoß für die Gäste. Magdeburg mit einer herausragenden Position für den Standard. Thorsten Oerl, der dann dazu noch gelb sieht. Nächste Karte für wen? In einer insgesamt ruhigen Partie. Der eingewechselte Mann in der Offensive. Ehemaliger Braunschweiger foult Brandt und dann kurz danach abgepfiffen. Nach kurzem Vorteil natürlich richtig, gelb dazu gerecht. Und die Freistoßposition, eine Riesenchance jetzt für den FCM. Estfedos, der Kapitän, so wie Slow in die Mauer. Wein köpft aus. Nächste Aktion des neuen Mannes. Mit einem großartigen Auftritt bisschen angeschossen, weggeköpft dann, wunderbar geklärt, der Freistoß, die Mauer stand perfekt und damit keine Gefahr. Nächster Eckball, Faruna Pulido. Christian Beck gesucht, ungefährlich, weit vorbei, der Kopfball, weiterhin kein Tor für den FCM. Fitzturm, das ist Schindler, es bleiben 20 Minuten, Thorsten Oerl. Weiter für Minzel, super gesehen, eingewechselt und Oerl, Kopfball, 2-0. Ist das die Vorentscheidung? Sind das 3 Punkte für wen? Nächstes Tor, Thorsten Oerl, eingewechselt, Minzel mit der Vorarbeit, eingewechselt. Das richtige Händchen von Thorsten Fröding macht den Unterschied, klasse gemacht, aber fahrig verteidigt. Einmal mehr von Handke und Puttkammer, beide stehen weit entfernt vom Gegenspieler. Und da ist das nächste Gegentor für Magdeburg. Vorne fehlt alles, hinten immer wieder mit Riesenlücken. Und Markus Kolke weiß, genauso wie die Fans, das könnte reichen zum Sieg für wen? Eckball Schindler, 5 Minuten später für Dams, abgelegt und Morfzer! Auch er kam von Thorsten Fröding. Das 3-0 für wen durch Morfzer. Klasse gespielt, Eckball Schindler, dann der Kopfball von Dams, Glinker bedient, einfach ausgespielt. Nochmal dieses herrliche Tor der Wiener mit der Vorarbeit des Innenverteidigers. Dann steht Mrowca ganz frei, Ernst steht mitten im Tor, dazu der Pfosten besetzt und trotzdem schafft es keiner, das Gegentor zu verhindern. Brandt weit weg und Mrowca weiß, jetzt könnte es entschieden sein. Dieses Spiel gegen Magdeburg und Wien spielt jetzt immer weiter die Führung beflügelt. Mrowca. Nächste Aktion. Oerl, abgelaufen von Niklas Brandt. Neuaufbau mit Blacher und Minzel. Lindner. Fitzturm. Wieder Mrowca. Jetzt auffällig. Oerl. Blacher ist das. Weiter für Minzel. Nächste Flanke für Lindner. Kurz verzögert. Fitzturm. Wien spielt immer weiter. Magdeburg kriegt den Ball nicht weg. Und Mrowca! Nicht das nächste Tor. Aber eine bärenstarke Partie von Mrowca. Wieder reingesprungen in den Ball. Etwas drüber. Entscheidung verpasst. 3 Minuten bleiben noch. Magdeburg mit Hebisch. Rausgeköpft von Dams. Dann der zweite Ball für Kapitän Sowislo. Brandt. Nächster langer Ball. Verlängert. Kolke ist da gegen Handke, alles ruhig dazu abseits. Wendler nicht entscheidend, richtig erkannt und gut zu sehen, wie sie schnell nach vorne laufen. Die Wiener Verteidigung um 3 Magdeburg ins Abseits zu stellen. Der FCM versucht alles, um die mittlerweile 360 Minuten ohne Torfolg zu beenden. Brandt nochmal für Kruschke, Kolke ist da, auch das harmlos für das Tor der Wiener. Franke unnötig in Bedrängnis gebracht von Kolke. Deswegen dieser Befreiungsschlag, das Ganze nicht entscheidend.
Denn kurz nach Schluss in Wiesbaden, 3:0 Sieg der SVW gegen Magdeburg, für das in diesem Moment der Aufstieg erledigt sein dürfte. Das reicht einfach nicht aus für die zweite Liga. Für wen hingegen ein wichtiger Erfolg, vorgelegt am Freitagabend, gleich mal gezeigt, dass es eben anders geht. Ein großartiges Spiel und ein verdienter Sieg mit 3 Punkten für den SVW Wiesbaden.